Der richtige Augenblick, meine lieben Freunde, ist in diesem Part gekommen, denn es geht wieder weiter mit Zelda Breath of the Wild. Wo ich im letzten Part in genau diesem Schrein dann doch den Part beendet habe. Das war mir ja dann einfach wieder zu viel und es wäre auch wieder zu lang geworden. Und vor allem haben wir endlich auch den zweiten Titanen abgeschlossen. Vamedo gehört ebenfalls wieder uns. Und Revales Sturm ist eine super praktische Fähigkeit, womit ich ganze dreimal, kann ich das benutzen, einen Aufwind erzeugen kann, der mich sehr hoch in die Lüfte katapultiert. Aber jetzt seht ihr ja, jetzt wird hier in diesem Schrank ständig eine riesige Kugel in die Lüfte katapultiert. Und die muss ich jetzt, glaube ich, irgendwie mit dem Stasis-Modul anhalten. Ich glaube, auf dem höchsten Punkt, stopp! So, und jetzt, schieße ich einfach mal nicht wundern, ich war offscreen noch mal kurz draußen und habe hier wieder ein bisschen... Ich wollte einfach, dass da wieder, dass ich noch ein bisschen was erledigen kann. Mir war irgendwie so langweilig dann wieder, wenn ich nichts aufnehmen kann und dann will ich immer trotzdem irgendwas machen im Spiel und so. Deswegen habe ich hier mal irgendwo einen Soldatenbogen gefunden mit Schnellfeuer. So, ich glaube, da muss ich jetzt einfach nur ein paar Pfeile draufballern, dass die Kugel dann durch die Einschlagswucht weggedrückt wird und dann nicht mehr auf der Plattform landet. Wenn ich den treffe. Okay. Ja, sehr gut. Aha. Okay. Jetzt habe ich dadurch die Möglichkeit, an diese Truhe hier ranzukommen. Und die mache ich auch gleich mal auf. So, zack. Was haben wir hier Schönes? Einen Topaz. Das finde ich gut. So, und jetzt noch gucken, wie... Wow. Ist hier sonst noch... Ah, da ist er... Ah, Moment mal, da ist ja noch eine. Da oben ist ja noch eine Truhe, aber... Ah, ich sehe schon. Na klar. Einfach die Seile zerschießen. Dann fällt das runter. Na, total einfach. Was haben wir jetzt hier noch Schönes? Einen Falkenbogen. Der Bogen eines Messerschmieds der Orni. Dafür ist aber kein Platz. Das werden wir noch sehen. Dann werfe ich diesen blöden Bogen gleich wieder weg, weil 14 Angriffskraft ist eh voll schlecht. Wegwerfen, so. Falkenbogen ist besser. Und einiges besser. Und sieht auch viel, viel besser aus. Aber ich habe noch was wesentlich Geileres bekommen, quasi als Belohnung, dass ich das Orni-Dorf gerettet habe, hat mir dann der Dorfälteste dieses geile Teil hier geschenkt, den Adlerbogen. Der einzigartige Bogen des Recken Revali. Im Luftkampf soll er schnell wie der Wind damit geschossen haben, sodass es niemand anders mit ihm aufnehmen konnte. Hat eine Angriffskraft von zwar nur 28, aber dafür kann der drei Pfeiler gleichzeitig verschießen. Das ist schon richtig geil. Die werde ich mir aber auch ganz gut aufheben. Auch der ist ja nicht unzerstörbar. Und dann habe ich wieder ein paar Amiibos gescannt und habe mit wirklich großem Glück endlich mal dieses geile Baby hier bekommen. Das Schwert der Weisen. In einer Welt, in der ein Held gegen Schatten kämpfte, erschufen sechs Weise dieses Schwert, um den Dämonenkönig zu versiegeln. Seine Klinge leuchtet weihevoll. Bekommt man natürlich nur, wenn man das Gandalf-Amiibo kennt und ein bisschen Glück hat. Endlich habe ich das mal bekommen, ich habe mich so gefreut. Hatte im Anfang noch Gnadenstoß als Fähigkeit dazu. Das ist so ein riesiges Teil, das ist für Link natürlich ein Zweihänder. Wenn man mal bedenkt, in Twilight Princess hat Gandalf das locker mit einer Hand geführt, aber ich meine, gut, der Typ ist ja auch, der ist ja auch über 2 Meter. Ich glaube mal, sogar in Hyrule Historia gelesen zu haben, in Ocarina of Time, ist Ganondorf ganze 2,30 Meter groß. Das ist ja voll der Riese. 2,30 Meter! Kein Wunder, dass der Linke neben dem aussah wie ein Zwerg. Aber egal, das wird sich auch gut aufgehoben, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und ja, ansonsten, Schild hat sich nichts getan, Kleidung hat sich auch nichts getan. Ja, ein bisschen Materialien natürlich wieder bekommen, so, das ist ja immer so dabei. Gekocht habe ich jetzt auch nicht so wirklich. Nö, das war eigentlich schon wieder alles. Das war eigentlich alles. So, na, warum ist hier jetzt immer noch... Ist immer noch zu, was soll das denn? Muss aber irgendwo noch ein Schalter oder was sein. Nee. Irgendwie
Wow. Hier muss noch irgendwo etwas sein, was das Tor aufmacht. Aber wo? Aber wo? Hier war nur diese Holzplattform. Ach, da drin! Da ist ja eh, da ist eine Nische in der Wand. Okay, ich sehe schon. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Aber so schwer ist der Schrein dann eh nicht. Schwupps. Und, achso. Ja, ich Idiot. Habe ja meinen Bogen wieder abgelegt. Mann. Falkenbogen. So. Und jetzt einfach in der Luft schießen. Na bitte, es geht doch. Jetzt brauche ich das Teil nicht mehr. Gut, ja. Schau, jo, schreien. Richtiger Augenblick, nur, da habe ich jetzt alle drum gefunden und her mit meinem Zeichen der Bewährung, du Glaskassenheini. Schon 46 Schreine geschafft, aber naja. Gibt immer noch eine ganze Menge. Seht ihr, da ist jetzt Wamedo, hat sich voll auf den Berg da gesetzt, das auf diese, sah ja fast aus wie eine riesige Vogelstange aus Stein, hier aus Fels, da oben drauf sitzt das Ding jetzt und ballert ebenfalls einen Laser in Richtung Schloss Hyrule, um Ganon eins auszuwischen. Das Einzige, was ich dann auch noch gemacht habe, mir hat das letztens keine Ruhe gelassen, wo ich, das war glaube ich da, wo auch der Drache El draufgetaucht ist, war in der Nähe irgendwo ein Schrein, den ich nicht gefunden habe. War auch kein Wunder. Und zwar war das nämlich hier oben, beim Tilioberg, eigentlich ja nicht so weit oben, der Manora-Schrein. Den habe ich deswegen nicht gefunden, weil man da nämlich eine Wand aufsprengen muss. Und dahinter ist dann der Schreiner. Hier ist so die Kokudia-Schlucht, da kam so der Drache angeflogen und da hat ständig hier oben, wie ich da oben war auf dem Tilioberg, hat dann immer wieder mein Sensor ausgeschlagen. Ich dachte mir so, hey, wo ist denn ein Schrein? Ich sehe keinen Schrein. Und dann, ne? Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Teleportation! Also dann, hier ist der Schrein und hier war eine Wand zum Wegsprengen. Also da muss man hier so die paar, ihr seht schon hier diese paar Vorsprünge, muss man also hochklettern. Und dann ist mitten hier so drin in dieser Wand hier, da sind so ein paar Felsen da vorne, da muss man irgendwie eine Bombe hinwerfen, explodieren lassen, boom, dann kann man hier rein und tada, dahinter ist der Schrein. Kein Wunder, dass ich den nicht gleich gefunden habe. So, da unten waren noch so ein paar Monster, habe ich auch schon gekillt, also das ist jetzt nichts Besonderes. Aber dann würde ich sagen, machen wir den Schrein natürlich gleich als nächstes. Ich habe nur aktiviert, dass ich mich hinporten kann. Machen tue ich den natürlich immer direkt im Let's Play. Und abwärts bitte. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Manora. Du hast die Prüfung bestanden. Hey, wie geil ist das denn jetzt? Manoras Segen. Alter, das war auch wieder einfach nur ein reiner Belohnungsschrein. Na gut, konnte ich ja nicht wissen. Mal sehen, was bekomme ich denn Geiles. Komm schon, irgendwas Cooles. Was Cooles. Ja, das ist cool. 100 Rubinen ist immer geil. 100 Rubinen kann man immer brauchen. Ich brauche noch so viel mehr Geld, aber ich habe auch dementsprechend noch viele Edelsteine, die ich verkaufen kann und auch werde. Ich habe nämlich auch wieder, das war auch noch etwas, was ich offscreen gemacht habe, ich hatte nämlich wieder über 30 Leuchtsteine und die habe ich wieder diesem einen Zora-Typen da verkauft, im Zora-Dorf. Und pro 10 Leuchtsteine, da wisst ihr ja, gibt er euch immer einen Diamanten. Jetzt habe ich nämlich insgesamt tatsächlich wieder sage und schreibe 6 Diamanten. Und jeder einzelne Diamant ist ja 500 Rubine wert. Wir wissen ja, 6 mal 5 ist 30, also 3000 Rubine habe ich allein mit den 6 Diamanten wieder in der Tasche. Dann habe ich noch 7 Saphire, 8 Rhodonite, 9 Topas, 22 Opale, 49 mal Bernstein. Ja, hier, Leuchtsteine, jetzt sind es natürlich nur noch 3, 33 hatte ich, 30 habe ich verkauft. Also, war schon ziemlich geil. Und das Beste ist, das kann man unendlich wiederholen. Sobald ich wieder 10 Leuchtsteine habe, kann ich mir wieder einen Diamanten holen. Also das ist schon super, da kommen wir auch schon leicht an Geld ran. Und vor allem an viel Geld.
Meine, hallo, 500 Rubine pro Diamant, das ist schon echt Knorke. Ja gut, dass das hier jetzt ein Belohnungsschrein war, da konnte ich ja nicht wissen, ja? Wenn ich noch nicht drin war, das weiß ich auch. Von außen sieht man das ja nicht. Manora-Schrein. Soll so sein mit dem Manora-Schrein. So, was ich jetzt aber eigentlich vorhabe, und das möchte ich eigentlich ganz gerne mal, ich weiß gar nicht, hatte ich noch irgendwo einen Schrein gefunden, wo ich noch gar nicht drin war? Wartet mal, ich glaube... Nö, eigentlich war ich sonst überall drin. Ich habe sonst keine weiteren Schreine offscreen entdeckt. Das Einzige, was ich noch entdeckt habe, und da möchte ich jetzt eben hin, ich möchte ganz gerne endlich mal die Weltkarte komplett haben. Es fehlen immer noch zwei Gebiete, und zwar das hier. Das ist hier so ein... Ja, auch so ein Gebirge. Und das ganz riesige Gebiet hier unten im Südwesten, das ist alles noch Wüste. Weil hier sind irgendwo die Gerudos zu Hause und da kann man nämlich tatsächlich, wenn man hier oben auf dem Hylia-Berg ist, beim sogenannten Tomisoke-Schrein, kann man erstmal da unten in diesem kleinen See, kann man hier so einen Schrein sehen, den habe ich mir schon markiert. Und ich glaube, dass... Nee, das gelbe Licht ist auch ein Schrein, den man von oben aus sehen kann. Und das blaue Licht, was ich mir hier gesetzt habe, das ist der Turm dieses Gebiets, von dieser Region. Und da möchte ich eigentlich ganz gerne mal hin. Und deswegen teleportiere ich mich jetzt ohne Umschweife direkt zum Tomisoke-Schrein. Bei den Säulen des Eis, das war noch auf dem großen Plateau, das ist schon sehr lange her, aber da hat man einen schönen Ausblick. Ach ja... Der Tomisoke-Schrein, ist das lange her, dass ich hier war. Damals noch, eigentlich sogar noch ohne Winterwams, nur mit irgendwas, was ich gegessen habe, was mir Kälteschutz gegeben hat. Aber ihr seht ja, das ist auch ziemlich weit oben. Hat man einen schönen Ausblick. Und der Ausblick ist halt eben so gut, dass man direkt da hinten, ne, da sieht man schon den Turm. Und hier unten, dort ist ein Schrein. Und der andere ist, wo war denn der jetzt noch? Der war irgendwo da drüben. Den sieht man aber, glaube ich, auch irgendwo von hier. Ich glaube, wenn man da guckt, dann ist der da drüben. Irgendwo da unten. Ja, da unten. Seht ihr, da ist auch der andere Schrein, den ich gesehen habe. Ich fliege jetzt erstmal zu dem da hin. So, jetzt mal wieder ein richtig, Schrein in der Nähe, was du nicht sagst. Richtig blödes Wetter gerade mit den Wolken. Jetzt fängt es dann auch bald wieder an zu regnen, ne? Der Wetterbericht lügt ja nicht. Und, oh! Wen haben wir denn hier? Den habe ich aber letztens noch nicht gesehen. Da bin ich auch noch nicht hingeflogen. So ein fettes Schwein. Die Dick Dog Hängebrücke. Warte mal, Dick Dogger war doch so ein Boss aus irgendeinem Zelda-Teil. Oh, ein Mondsiebel. Eine wunderschön geschwungene Klinge mit Gerudo-Gravierungen, die unglaublich scharf ist. Früher soll dieser Säbel auch bei Ritualen verwendet worden sein. So, der Typ ist... Ah ne, der pennt noch immer. Das ist ja das Geile. Man kann tatsächlich versuchen, während so ein Hinox schläft, den halt zu beklauen. Also das, was der so an seinen, was er an seinem Hals trägt. Brauche ich jetzt überhaupt seine Soldaten lassen? Will er ja gar nicht mal so. Kann man dann versuchen, dem ordentlich eine dann reinzuzimmern, nachdem man ihn erstmal beklaut hat. Also ich weiß gar nicht, was nehmen wir da. Machen wir einfach mal den Mondsäbel gleich, den können wir gleich mal probieren. Ich weiß gar nicht, hatte ich den eigentlich schon mal geknipst? Weil so ein richtiges, ah ne, ist ein blauer Hinox. Ich glaube, einen blauen hatte ich schon mal, oder? Ich weiß gar nicht. Egal. Aufstehen! So, ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt schon habe. Dick-Dog, Hängebrücke, Hinox. Blauer Hinox. Speichern. Eintrag ergänzt. Okay, ich habe noch gar keinen blauen fotografiert. Ich glaube nur einen normalen. Album, Hyrule-Handbuch. Ja, genau, ich habe nur den normalen Hinox, aber der blaue ist ein bisschen stärker. Und noch fetter und größer. Blauer Hinox. Die größten Monster des Nairobi, bla 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 bla, Waffen hier und so weiter. Was der alles haben kann an Materialien. Seine Fußnägel, Zähne und ein Herz natürlich. Und Röstbarsch, Maxibarsch, Röstmaxilax, Röstfrolle. Alles geröstet hier. Ich röste ihn gleich. Werdet ihr schon sehen. Jetzt brauche ich natürlich einen Bogen.
Und da gibt's schon was aufs Auge. Was guckst du so doof, hä? Oh, hat der Bumse gemacht und unten ist er. Das tut mir jetzt aber nicht leid. So, ich muss noch aufpassen vor seiner Arschbombe. Ich weiß gar nicht, kann ich so einen riesen Fettsack auch anhalten? Stopp! Ey, wie geil! Man kann einen Hinox stoppen, wenn auch nur ganz, ganz kurz. Kann man nur sehr, sehr kurz anhalten. Ja, natürlich. Ich muss noch aufpassen, der möchte ganz gerne mal sein Auge dann zuhalten. Voll fies. Stopp! Und tot. Da geht er down. Das war's für Schwabbel. Boah, geile Sachen hier. Lecker. Und oh, Röstforelle. Nicht schlecht. So, und sein Herz habe ich bekommen. Röstkarpfen. Oh, Proviantasche ist voll. Na sowas. Muss ich das hier jetzt extra liegen lassen? Naja, ist nicht so tragisch. So, jetzt habe ich insgesamt schon 17 Hinox-Fußnägel und 8 Zähne und 2 Herzen. Ja, ist ja gar nicht mehr so übel. Hm? Kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Gut. Mal das hier wieder mal, also mal ablegen hier. So, das können wir auch ablegen. Badam bam bam. Gut, das andere ist nicht so wichtig. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so ein Hinox lag, weil den hat man von ganz oben ja noch nicht gesehen. Da muss man erst ein bisschen näher ran. So, jetzt will ich aber zu dem Schrein hier unten. Das sieht so aus, als wäre... Da mega weit hinten ist ja auch einer. Das ist mal ultra weit weg. So, wo ist jetzt... Der Schrein ist jetzt hier unten. Ja, da ist er ja. Das ist nämlich der Dakasu-Schrein. Ich sage diese Namen immer genial. Und aktivieren. Willkommen, Pilger, mein Name ist Dakasu. Im Namen der Göttin Hyle wird deine Kraft geprüft. Ach, schon wieder. Was haben wir denn dieses Mal? Eine leichte Kraft, Bruder. Das ist ja mal Pipifax. Leicht. Ich hätte wenigstens eine mittlere gewollt. Ich glaube nämlich, der Nanowächter 3.0 ist der einzige, wo ich noch kein Foto von dem habe. Aber soll meinetwegen so sein. Leicht, da brauche ich ja nicht mal wirklich starke Waffen benutzen. Da reicht ja, weiß nicht, mein Zanshin-Langschwert oder so, oder sogar hier mein Mondsäbel. Reicht da doch völlig aus. Der hat ja auch nicht viele Lebenspunkte. Warte mal, mal hier ganz kurz hier mein Reckengewand anziehen. Dann sehe ich seine Lebenspunkte. Der hat ja, glaube ich, nur 500 oder so. Ah ne, noch weniger. 375. Na dann, stopp. Das ist ja lächerlich. Das ist einfach nur so eine komische Lanze. Das ist alles. Naja, muss man trotzdem aufpassen, der hat eine große Reichweite damit. Den kann immer so ein bisschen rumballern. So, und stopp. Ich sagte stopp. Aua, hey. Stopp. Zack, zack, atz, atz. Schlitz, atz, bum, bam, bam. So. Oh, schon vorbei. Was muss ich zahlen? Also, die sind ja überhaupt keine Herausforderung mehr. Ich meine, nicht mal mehr wirklich die schwierigen. So, Wächterlanze. Müllwaffen, das ist eh vor allem. Die Wächterlanze an sich ist eh blöd. Die hat nicht wirklich viel Kraft. Ich glaube nur, sogar nur 10 oder 20. Obwohl, Soldatlanze ist aber noch beschissener. 7. Lass mal die mal liegen. Wächterlanze mitnehmen. Ah, 10 hat die, okay. Naja, aber trotzdem, jetzt habe ich ja wieder... Ich brauche unbedingt noch viel, viel mehr. Ja? Ich brauche unbedingt noch so viel mehr Krogsamen. Aber jetzt, wenn ich die nächste mal Waffentasche vergrößern lassen will, kostet das ja schon 12 Krogsamen. Maronus wird immer teurer, der muss wohl auch die Preise anpassen. So, was bekomme ich jetzt hier? Das wird wohl nichts Großartiges sein, wenn das eine leichte Prüfung war.
Naja, doch, einen antiken Reaktorkern braucht man ja immer. Darf ich nicht vergessen, ich muss mir dann später unbedingt noch den Rest von dieser antiken Rüstung kaufen. Aber ich habe bisher nur den Brustpanzer, da fehlen noch die Hosen und der Helm. Aber da brauche ich dementsprechend auch viele Materialien und ordentlich viel Geld. Tja, und damit habe ich jetzt eigentlich wieder 4 Zeichen der Bewährung. Das heißt, ich könnte mir beim nächsten Mal wieder einen Herzcontainer holen. Weil ich finde, mit 2 so Ausdauerkreisen habe ich im Moment ehrlich gesagt wirklich genug. Da setze ich dann doch wieder auf Herzen. So, jetzt teleportiere ich mich hier nochmal rauf. Und dann fliege ich mal runter zu dem anderen Schrein, den ich da noch gesehen habe. Das geht sich in dem Part auf jeden Fall auch noch aus. Ich finde das so geiles Set-Bonus für das komplette Ordner, für diese, dass wir nicht eingefroren werden können. Aber das muss mindestens auf Stufe 2 sein. So, wo? Ah ja, da drüben. Zu dem Turm schaffe ich es in dem Part garantiert nicht mehr, aber zu dem Schrein auf jeden Fall noch. Brauche ich ja einfach nur rüberschweben. Das ist ja auch so schön, wenn man 2 volle Ausdauerkreise hat, kann man ja deutlich länger mit dem Parasegel durch die Lüfte gleiten. Das macht schon richtig Spaß. Das ist mir ja auch egal, ob es hier so ein bisschen kalt ist. Jetzt, komisch, jetzt ist der Ring wieder weg. 3 Uhr nachts. Irgendwo ist, glaube ich... Na, ich sehe den Mond gerade nicht wegen den Wolken, aber ist nicht so schlimm. Eigentlich geht die Sonne ja gleich wieder auf, ist der Mond schon wieder futsch. Alter, wie das jetzt hier aussieht, das ist jetzt ein richtig riesiges Gebirge. Und irgendwo dahinter ist dann die Wüste. Und da werden wir die Gerudos irgendwann mal treffen. Die haben ja auch irgendwo bei so einer Oase, haben die auch eine Stadt gebaut. Aber erstmal noch diesen Schrein hier, wenn der schon hier ist. So. Ich glaube, jetzt kann ich mich aber eigentlich auch wieder umziehen. Hier. Was weiß ich. So, so und so. Kapuze brauche ich jetzt im Moment auch nicht, passt schon so. Was haben wir denn hier? Den Jin-Yo-Schrein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jin-Yo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ruhe und Bewegung. Schon wieder was mit Kugeln und einem Laufband. Ah, ich sehe schon. Naja, klar. Da brauche ich ja auch wieder einen Bogen. Und mein, mein Stasis-Modul Plus. Muss ich einfach nur die Kugel anhalten oder einfach das Ding hier so, stopp. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon gewesen ist. Da gibt es wahrscheinlich jetzt gleich nochmal sowas. Nur schwieriger. Oh! Hey! Alter Fies! Wir sind ja Wächter dazwischen! Halt! Oh! Das ist so schade. Die Kugel ist aber irgendwie... Die Kugel ist ein bisschen doof. Kann ich die nicht einfach mit... Probier's einfach mal Bombenpfeile aus. So, Double Kill. Doppelbonus. So. Aber wie kriege ich die Kugel jetzt da? Normaler Pfeil war irgendwie zu wenig, aber vielleicht eben Bombenpfeil, weil der hat einfach mehr Wumms. Ja, der hat aber zu viel Wumms. Hoppla. Die Kugel ist jetzt, ja, diese sind ins Nirvana gefallen. Toll. Da kommt sicher gleich die... Ja, da kommt ja schon die nächste. Okay, also... Wie mache ich das denn jetzt? Oder soll ich die... Ne, warte mal. Die Kugel selber.
Es ist ein bisschen schwer, die dann zu treffen. Ich muss die Kugel selber anhalten. Ja, das hätte jetzt fast geklappt. Okay, muss nochmal warten, aber dann habe ich's, Leute, dann habe ich's. Die muss ich genau dann anhalten, natürlich, wenn die da ist und dann ein paar Mal drauf und dann geht das schon. Aber nur nicht zu viel, sonst rollt die übers Ziel hinaus. Oh, das ist schon die nächste. So, bin nur gespannt, ob's das dann schon war. Ich meine, hier habe ich noch gar keine Truhe wo gesehen. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. So, und... Stopp! Eins. Zwei. Drei. Das müsste reichen. Na, das war wieder zu viel. Wieso? Kann ich noch nicht wissen, wie viel ich hier draufballern muss. Eine Truhe war hier? Nee. Truhe hätte ich jetzt keine gesehen, aber es muss ja noch eine Truhe irgendwo kommen. So, dann nochmal hier jetzt. Ja, wenn ich das jetzt geschafft habe mit dem Schrein, dann bin ich aber fertig mit dem Part, sonst wird es wieder zu lang. Ja, dann habe ich, glaube ich, mindestens drei Schreine aber doch geschafft, ne? Ist doch eine gute Bilanz. So. Stopp! So, jetzt schieße ich nur einmal drauf. Wenn das war jetzt wieder zu wenig, einmal? Komm, das muss reichen. Na also, ein Pfeil reicht. Und rein mit dir. Na, okay, das sieht aus, als war es das immer noch nicht ganz. Was ist hier los? Oh, Laser. I'm a firing my laser. Okay, jetzt haben wir hier selber eine Kugel und... Ach so. Okay, ich muss einfach die Blöcke als... Ey, fies, fies. Halt, 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 halt. Moment mal. Da ist doch eine... Warte. Halt, nein, nein, was mache ich? Haben will. Wow, wow, gib sie darüber. So, passt schon, wow. Boah, jetzt hätte ich beinahe die Truhe nicht gekriegt. So, mach auf. Und das alles für ein Opal. Das ist doch schön, ja, ja, so. Und das war auch die einzige Truhe hier drin. Okay, gut, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir es dann geschafft. Jetzt muss ich hier nur noch mal irgendwie vorbeikommen mit der Kugel. So, schön warten, immer schön mitlaufen. Darauf achten, genau, dass uns... Aua! Nein! Mann! Nein! Mann, Link, du sollst die nicht ablegen! Was war das denn jetzt für eine Scheiße, du Trottel? Was war das denn? Tja, das ist nur blöd, dass ich... Ach so, wart... Ah! Was war das denn jetzt? Idiot! Ich bin der Idiot, ich weiß. Moment. Ruhig. Das Scheißding muss ich doch jetzt erstmal anhalten hier. Dieses Drecksteil. Stopp! Ich muss einfach mal schön mitlaufen, dann geht das schon. Ach so. Was? Wieso? Ah. What the fuck? Verarschen? Was muss man hier machen? Die Kugel muss doch eigentlich nur... Moment mal. Kann ich die nicht einfach selber darüber schicken? Das kann doch nicht sein. Die kann ich doch selber darüber ballern. Oder auch nicht. Mann, das muss aber so auch gehen. Mann, ich will ein paar Betten, verdammte Scheiße. Warum ist jetzt der eine Schrein wieder so kacke? Es lief doch so gut. Mann, ey. Brauche ich was Stärkeres. Boah, was... Ja, das da. So. Geht doch. Die Kugel bleibt jetzt hoffentlich da drüben.
Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich hier rüber kam. Kann man die selber... Ne, die Blöcke kann man nicht. Die Blöcke kann man nicht selber. Ja. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Die Blöcke sind ja aus Stein. Und nicht aus Metall. So, trotzdem irgendwie... Wieso ist da ja auch so ein komischer Laser? Der zeigt, der kommt ja aus der falschen Richtung. Das ist ja blöd hier. Seht euch das an, was soll das? Das geht ja gar nicht. Ich komme da nicht... Ich kann... den Laser anhalten? Ach, den Laser kann ich anhalten! Okay, das wusste ich gar nicht mal, dass man den Laser anhalten kann. Umso besser. So, na jetzt habe ich es aber gleich, Leute. Jetzt habe ich es gleich. Kriegt der Part ein bisschen Überlänge, was soll's. So, komm. Warten, warten und... Lauf! Ja! Und geschafft! So, die Kugel jetzt einfach hier so rübergeballert. Keine Ahnung, man gibt ja für die meisten Schreine mehrere Möglichkeiten. So, ist einfach so... Ups! Und Tür auf! Na, endlich. So, das war's jetzt aber bitte. Ja, endlich, das war's. Puh, ist ein bisschen, aber gegen Ende ist er nochmal richtig knifflig geworden. Aber ich hab's ja geschafft. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Okay, Leute, das war's jetzt aber. Und im nächsten Part werde ich versuchen, zu dem Turm darauf zu klettern. Dafür habe ich natürlich immer ein cooles Kletteroutfit mit dem Set-Bonus. Klettersprung Ausdauer hoch. Und der Turm ist, wie gesagt, der ist ja da oben irgendwo. Sind soll da Holzpfade, Wege? Haben die damals nicht hier vor langer Zeit die Titanen ausgegraben? Das sieht hier immer noch so komisch aus, als wäre das noch übrig geblieben davon. Naja, alles weitere dann im nächsten Part von Breath of the Wild. Da decken wir dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr von der Karte auf. Es sind ja nur noch mal zwei Gebiete. Bin gespannt, wie schwer es wird, auf den Turm dann raufzukommen. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Breath of the Wild. Ciao, Leute.